haben die Partitur im Unterricht zusammen angeschaut und aufgeschlagen und es waren richtig viele Instrumente da. Es gab keine Vorgaben und ich habe mir sogar gedacht, okay, es war für Bläser und für Streicher eine Quintettbesetzung mit riesen Schlagwerk. Es könnte spannend werden. Ist es auch geworden und ich habe mir gedacht, es ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme und auch angenommen habe. Und ich glaube, es ist was Cooles draus geworden jetzt. Davor habe ich mir gedacht, okay, wie wird es wohl klingen? Es war spannend, es war interessant, es an den Klavieren darzustellen und dann die Entwicklung hin zum Orchester und wie es ist, wirklich davor zu stehen. Inzwischen denke ich mir, es ist ein richtig gutes Stück. Es hat, bei mir gibt es immer so Herzchenstellen, wenn ich im Chor singe. Und es gibt wirklich auch an dem Stück ein paar Stellen, wo wirklich in der Partitur Herzchen drin gemalt sind und wo man einfach nur Gänsehaut bekommt. Ich denke, neue Musik ist ganz vielfältig und kommt in jedem Stück ist es anders und wird anders verarbeitet. Und deswegen gehe ich davon aus, dass, also ich von meiner Seite aus denke, dass jedes Stück eine andere Herangehensweise braucht und auch Zeit braucht, bis man drin ist. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist das, was rauskommt, immer Musik. Und deswegen kann ich auch neue Musik von alter Musik dann im Endeffekt vielleicht nicht mehr erscheinen. Nur die Herangehensweise oder der Weg, bis es klingt, ist vielleicht ein bisschen länger. Ich musste gerade vorher auch über die Frage lachen, weil wie ich mir das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich erstmal an eine Wasserorgel. Und weil ich da auch gerade aus Kroatien aus dem Urlaub kam und da gibt es so eine große und dann dachte ich an dieses Gläserspiel mit den Weingläsern, wo man drüber fährt und im Endeffekt, wie ich das Instrument in der Hand gehalten habe, habe ich mir gedacht, was ist das für ein komisches Teil? Und wie es jetzt klingt, weiß ich, aber wie es wirklich funktioniert, habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden.